Rebecca filmt schon die ganze Zeit. Sehr gut. Ferdinand, so, du bist jetzt hier mit dem Seduction-Stand. Richtig. Was ist Seduction und was macht ihr denn? Seduction ist ein Linux-Betriebssystem auf der Basis von Debian. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Debian veröffentlicht alle 2 Jahre eine Stable-Ausgabe ihrer Distribution. Und der Unstable-Bereich, auf dem Seduction beruht, ist eigentlich eher ein Entwicklungszweig, den wir aber so kultivieren, dass man damit auch produktiv arbeiten kann. Der Name Seduction ist ein Kofferwort, setzt sich zusammen aus Sid und Seduction, ein Wortspiel im Englischen. Sid ist quasi das Kind in der Toy Story, was immer die Spielzeuge zerstört. Und da Debian alle Releases mit Narben aus Toy Story herausgibt, haben wir da Sid gewählt. Und manchmal kommt es halt vor, dass zum Beispiel Leute im Chat auftauchen bei uns und fragen, wo sind denn die Mädels? Weil sie auf Seduction falsch verstehen, ja, ganz lustig. Ja, das machen wir mit wechselnden Namen seit ungefähr 20 Jahren. Fing an mit Knoppix, kennt man bestimmt noch, uralte Distribution. 2-mal im Jahr geben wir was Neues heraus. Wenn es was herauszugeben gibt, wie jetzt Plasma 6 zum Beispiel, ja, sind wir mit gut beschäftigt. Du meintest jetzt, dass Debian Unstable, dass ihr das aufbereitet, dass das von jetzt normalen Nutzern benutzt werden kann. Was macht ihr da konkret? So sieht's aus. Da das nicht veröffentlicht wird von Debian, liefern die auch keinen Support dazu. Und es ist nicht so ganz einfach, das aufzusetzen, da man quasi von einem Stable herunter muss auf Testing und dann auf Unstable. Wir machen daraus ein ISO-Image, was man einfach installieren kann mit einem Calamares-Installer. Auch der Debian-Installer überfordert manche Anwender. Ja, dann zähmen wir das noch ein bisschen, indem wir zum Beispiel in unserem Forum einen Warn-Thread haben. Wenn irgendwas kaputt geht, warnen wir die Anwender davor, Updates zu machen. Im Moment gibt es so etwas ganz Interessantes, zum Beispiel eine Transition, weil 2037, das hört sich jetzt weit weg an, ist es aber eigentlich nicht, 2037 läuft der Speicher für die Unix-Zeit aus. Das heißt, in Unix werden seit 1970 die Sekunden gezählt. Und dieser Zähler, der das alles aufnimmt, der ist 2037 voll. Und deswegen müssen die Leute von Debian jetzt alles umbauen von 32-Bit auf 64-Bit, damit der Speicher größer ist und weiterhin einige Jahrhunderte die Zeit aufnehmen kann. In solchen Zeiten kann man Seduction nicht aktualisieren. Wenn du das im Moment machen würdest, fliegt dir das um die Ohren. Die sind da schon seit einem Monat dran und es wird auch noch ein paar Wochen dauern. Ist die größte Transition, die Debian je hatte. Eine Riesenaufgabe. Im Moment muss man die Füße stillhalten. Und sowas warnen wir halt in unserem Forum, dass die Leute sich da nicht ihr System kaputt machen. Es gibt ein paar Skripte, es gibt einen eigenen Kernel, der ein bisschen mehr auf den Desktop ausgerichtet ist als der von Debian selbst, der eher so ein bisschen serverlastig ist. So ein paar Tools ersetzen wir, wie zum Beispiel sudo. Das ist ein Riesenpaket mit Hunderttausenden von Zeilen. Das braucht kein Desktop-Anwender. Und das ersetzen wir zum Beispiel mit einer Anwendung namens doas, die 100-mal kleiner ist und nur aus 5 Zeilen besteht oder so, die Konfiguration. Genau, ich glaube, das wird auch in Alpine Linux benutzt, das glaube ich auch. Ja, und bei BSD ist das ganz groß, solche Sachen halt. Anstatt apt, dem Paketmanager apt, bieten wir Nala an, was die ganze Sache grafisch viel besser aufarbeitet. Es ist halt leichter zu erkennen, was da gerade passiert beim Upgrade, solche Sachen halt. Vielleicht noch mal so eine grobe Geschichte von Seduction, also vielleicht wirklich so, wie die Anfänge waren oder? Ja, gerne. Der Thorsten und ich, wo ist er? Jetzt ist er gerade weg. Und der Kollege hier hinten, wir haben uns ungefähr so um 2003, 2004 in einem Forum getroffen zu einer Distribution namens Canotix. Die gibt es heute noch und die entstand aus Knoppix. Knoppix war das erste Linux-System, was man auf einem USB-Stick installieren konnte. Leider war es nicht auf Festplatte zu installieren, beziehungsweise nur sehr umständlich. Und deswegen hat Kano, der Mensch, der Canotix gemacht hat, es so umgearbeitet, dass man es auf einer Festplatte installieren konnte. Da haben wir uns getroffen und irgendwann wollte dieser Kano weg von Unstable, ist nach Stable migriert. Und wir haben dann gesagt, das wollen wir nicht und haben seitdem unser eigenes Ding gemacht.
Und das ging über mehrere Distributionen wie Sidux. Das war damals recht bekannt. Das hat aus menschlichen Gründen nicht geklappt, weil die Entwickler nicht miteinander klarkamen auf Dauer. Ja, und dann haben wir vor 12 Jahren Seduction angefangen und das machen wir jetzt auch noch. Also Sidux und Seduction ist ja dann irgendwie so... Ja, die sind Verwandte. Genau, auch vom Namen her. Dann. Ja, genau. Was sind denn eure Beweggründe, jetzt statt Stable, Debian Stable, jetzt auf Unstable jetzt oder auf Sid dann quasi aufzubauen? Ja, es gibt viel neuere Pakete. Debian Stable ist meist schon grottenalt, wenn es veröffentlicht wird. Manche Pakete sind schon 2 Jahre alt, wenn das ISO rauskommt. Ne? Das ist sehr gut für Server, damit kann man auf Servern arbeiten. Es gibt auch viele Leute, die am Desktop damit arbeiten, aber uns hat das nicht gefallen. Wir wollen aktuelle Pakete, wir wollen Sachen testen. Wir dienen ja quasi auch als Teststation für Debian selbst, indem wir die Pakete, die in Unstable sind, mittesten. Von daher ist das ja das, was wir machen wollen. Im Grunde eine Rolling Release Debian-Variante, könnte man irgendwie vielleicht so sagen. Es ist ein Rolling Release, ganz klar, ja. Für wen ist das denn überhaupt ausgerichtet? Es ist ausgerichtet auf den Desktop-User. Er sollte lesen können, weil man muss halt die Ausgaben, die es bei einem Upgrade gibt, lesen. Da werden manchmal 100 Pakete sollen entfernt werden. Wenn man dann auf Ja klickt, dann hat man halt verloren. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, jeder, der was lernen will über Linux, ist da gut bedient, weil man ein bisschen mit den Innereien vertraut wird. Man kann nicht sagen, es ist nicht für Neulinge oder es ist nur für Profis. Es kommt auf denjenigen an, ob er was lernen will, ob er sich ein bisschen in den Debian-Paketenmanager einarbeiten will, das ist eigentlich das Pflichtprogramm. Und dann kommt man damit gut klar. Also wir arbeiten damit auch produktiv auf unseren Systemen und haben damit keine Probleme. Das geht also. Du meintest jetzt auch schon, ihr seid ja so ein bisschen so der Testing Ground für Debian dann ja natürlich mit. Inwiefern seid ihr dann mit Debian in Kontakt, dass ihr das Feedback weitergebt? Oder wie ist da der Kontakt? Das ist eine wechselvolle Geschichte. Als wir vor 20 Jahren damit anfingen, wurden wir ganz, ganz oft angefeindet von Debian, weil die gesagt haben, kann man nicht machen, kann man nicht auf die Menschheit loslassen. Wobei man auch sagen muss, dass es damals noch ein bisschen wilder war als heute. Also heute ist es relativ zahm und man kann damit gut arbeiten. Ansonsten gibt es einen regen Austausch und Git halt, wenn es was gibt zu berichten, dann machen wir das. Oder wenn es was hochzuladen gibt, machen wir das. Heute kommen wir gut miteinander klar. Du kannst vielleicht noch mal was zum Team sagen. Wie groß ist das Seduction-Team so? Wir sind 5 Leute im Core-Team. 4 davon sind jetzt hier. Und dann gibt es Leute, die im Forum Support leisten oder hier und da mal was machen. Vielleicht 20 Leute so im Umfeld des Core-Teams. Noch mal eine Frage zu dir. Was machst du dann bei Seduction? Ich bin mehr oder weniger der Hausmeister, kannst du so sagen. Ich kümmere mich um Public Relations, um Dokumentation, um Forum. Ich habe früher ganz viel im Handbuch, wir haben ein sehr umfangreiches Handbuch, habe mich da viel drum gekümmert. Das macht mittlerweile dankenswert ein anderer Kollege, weil das sehr zeitaufwendig ist. Ja, das sind so meine Aufgaben. Und ich bin irgendwo der Initiator, kannst du sagen, weil ich damals den Weggang von Sidux eingeleitet habe, dass wir jetzt in der Konstellation unterwegs sind, wie wir jetzt sind. Ihr habt auch viel mit den Terry Pratchett Scheibenwelt als Wallpaper zum Beispiel. Ah, genau, da haben wir's. Ist das so dein Ding oder ist das dann insgesamt vom Team dann auch irgendwie, oder? Die Idee war von mir. Ich habe eine Künstlerin gefunden, die das entworfen hat. Und das ist actually das erste Wallpaper, was wir gekauft haben. Da haben wir für bezahlt, weil wir es so passend fanden in dem Moment. 30 Jahre Debian und ein Dankeschön. Und we are standing on the shoulders of giants. Wie siehst du denn die Zukunft von Seduction? Was steht da an? Was gibt es irgendwie für interessante Neuigkeiten oder so? Seduction wird sich nicht groß ändern im Verlauf. Wir versuchen, neue Tools einzubringen, wie zum Beispiel den Ersatz für Sudo oder für Apps, solche Sachen. Plasma 6 ist natürlich jetzt ein großes Thema, was wir erstmal bewältigen müssen. Dem steht jetzt diese Transition, die ich eben erwähnte, in Debian entgegen, weil im Moment kann man halt nichts machen. Und erst recht kein ISO bauen. Das ist so das Nächste, was wir machen wollen. Wir haben zuletzt für ButterFS eine Snapper-Funktion eingebaut. Das heißt, du kannst damit dann Rollbacks machen. Wenn dir was kaputt geht, rollst du auf den letzten funktionierenden Zustand zurück. Und das ist natürlich gerade bei Unstable-Systemen oder bei Rolling Releases eine hilfreiche Sache.
Das haben wir heute versucht, auf System Debut von Grub wegzukriegen und auf System Debut aufzubauen. Haben wir auch soweit hingekriegt. Das ist ganz spannend. Das ist vielleicht was, was demnächst kommt. System Debut anstelle von Grub. Im Prinzip geht es einfach so weiter, konsistent. Ja, es wird keine Sensationen geben. Kontinuierliche Entwicklung. Dann vielen Dank. Gerne.